Aber wie mir zu Ohren gekommen ist, während du in Sittensen wohnst, wohnt der Herr neben dir in Reichweite der Halle des größten, brutalsten, schwersten Rivalen Fredenbeck in Fredenbeck Downtown, direkt bei der Geestlandhalle. Wie ist denn das, Milan, verknüpfbar? Ja, wie wahrscheinlich viele wissen, also ich habe vorletztes Jahr also bei VfL gespielt, VfL Fredenbeck, und danach sich nach Bergdorf gewechselt. Und ich habe auch damals gesagt, also da fragen mich viele, wie das möglich ist, wie das passiert, obwohl da Fredenbeck und Bergdorf, da ist immer Derby da zwischen denen und viele Emotionen und alles ist spannend. Ja, ich habe es immer gesagt, also ich bin hier gekommen, um irgendwas versuchen zu erreichen, Handball zu spielen. Ich habe im Moment auch viele Freunde in Fredenbeck, bin ich super befreundet, auch mit alten Spielern aus Fredenbeck. Und ich fahre jeden Tag, wenn wir Training haben oder spielen, nach Bergdorf. Wenn wir nicht gleichzeitig spielen, dann gehe ich auch nach Fredenbeck in die Gislandhalle, Spiele von Fredenbeck zu gucken. Und da bin ich ja sportlich sehr öffentlich, ne? Also die Menschen in Fredenbeck sprechen auch noch mit dir. Oh ja, ich darf nur nicht die Trikots, die ich geschenkt bekommen habe, beim Training tragen. Sonst muss ich die Strafen zahlen. Definitiv, das ist bei uns ein No-Go. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Fredenbeck-Trikot im Backdoor-Training. Darf man nicht, ne. Nein. Ich erinnere mich, ich war einmal, ich glaube 2017, noch zu Drittliga-Zeiten, Fredenbeck gegen Beckdorf beim Spiel dabei, eine unfassbare Stimmung, 1500, 1600 vor Ort, das war wirklich Gänsehaut. Was mich sportlich, wenn wir auf die vergangene Saison zurückgucken, interessieren würde, ihr seid ja im Rückraum eigentlich Buddies, Rückraum Mitte, Rückraum rechts, Michael, und dann geht dein Partner da auf Rückraum rechts plötzlich nach außen. Ja. Wie hat er sich da gemacht und wie sehr vermisst du ihn im Rückraum? Also ich teile sogar die Meinung, dass ich Milan, auch wenn er im Rückraum ausgebildet worden ist, dass ich ihn persönlich mehr als einen Außenspieler sehe, weil er einfach auch das Wurfrepertoire hat eines Außen, sage ich mal. Und letztes Jahr war es halt auch so, dass wir mit Stefan Völkers, der ja auch sämtliche Erfahrungen gesammelt hat, ob das in der ersten Liga damals in Schwerin gewesen ist, da hatten wir schon einen guten Backup. Das war auch erstmal so geplant, dass er nur der Backup ist. Aber es hat sich dann halt im Laufe der Saison so ergeben, dass Milan dann halt auf Außen rutschen musste, aufgrund eines Ausfalls, und dann halt Völkers dann den Part im Rückraum übernommen hat. Also in erster Linie habe ich da niemanden verloren, weil ob jetzt nun mein Spieler rechts neben mir steht oder am Kreis steht oder auf Außen steht, wir sind ein Team und da muss jeder funktionieren, jeder muss wissen, was er zu erfüllen hat auf dem Spielfeld, und da kannst du das nicht pauschalisieren und sagen, hey, ich bin traurig darüber, dass Milan jetzt von halb auf Außen gegangen ist. Ein Handballspiel gewinnst du auch nur als Team. Also von daher hat das schon so gepasst und so funktioniert, wie der Trainer sich das auch damals vorgestellt hat. Ja. Milan, wie gut setzt dich Michael denn im Spiel ein? Also ich muss ehrlich sagen, am meisten Bälle, die ich bekommen habe, waren von Mike und damaliger Spieler von Beckdorf, jetziger von Fredenbeck, der Karol Maczynski. Also da, die zwei haben die am meisten Bälle gegeben nach Hause. Du sagst Was von du auch nicht vergessen darfst, also auch gerade so, ich sag mal jetzt, ich rede mal aus der Perspektive eines Rückraum-Mittelspielers. Klar ist Egoismus irgendwo immer vernünftig, aber du solltest auch wirklich, welche Erfahrung ich auch halt gemacht habe, du hast auch manchmal Spielertypen, die sehr ins Egoistische gehen, und ich bin dann halt auch ein Fan davon, setz deine Mitspieler ein. Also so bin ich, habe ich die Ausbildung genossen in Flensburg. Klar bin ich auch ein Spielertyp, der gerne über seine Schnelligkeit kommt und auch im 1-1-Verhalten nicht gerade der schlechteste ist, aber du musst natürlich auch ein Auge als Rückraum-Mittelspieler für deine Mitspieler haben, ne? Um auf deine Frage zurückzukommen, Tom. definitiv, definitiv. Es klingt alles schon mal richtig gut. Was ich mich frage,
letzte Saison war relativ turbulent bei euch, war mein Eindruck. Bis zum Abbruch, Platz 11, als abgebrochen wurde. Ja, woran lag es? Schwieriges Thema, woran lag es? Lag daran, zumal, dass wir viele Trainerwechsel hatten und dich jedes Mal auf einen neuen Trainer einzustellen und die Philosophie des Trainers ausleben zu können, ist natürlich auch eine Herausforderung für den Spieler. Und ich bin der Meinung, dass es einfach daran lag, es war einfach zu schnell. Also dieses, wir sind nicht im Profibereich, wir sind nicht so ausgebildet worden, dass wir sagen können, hey, mir ist eigentlich egal, wer mich trainiert, ich bringe meine Leistung, sondern wir sind wirklich so ein Team noch. Wir brauchen eine Führung, gerade weil wir auch ziemlich jung sind. Klar haben wir auch unsere Führungsspieler, aber du brauchst halt den Oberhaupt halt in dem Team. Und das bin ich der Meinung, das hat uns einfach in den Jahren davor einfach gefehlt. Ich habe es gerade schon gesagt, 2017 dritte Liga. Mhm. Dann in der Oberliga auch schon einmal in Nöte gekommen, da unten mit dabei. Wie ist denn die Zukunftsausrichtung von Beckdorf? Wann sehe ich euch wieder in der dritten Liga? Ja, hoffentlich so schnell wie möglich, ne? Aber man muss das ja auch vernünftig betrachten, sage ich mal. Also unser Ziel ist natürlich für nächstes Jahr die Klasse auf jeden Fall erstmal zu halten. Wir wollen nicht zu hoch ansetzen, definitiv nicht. Gerade auch, weil die Oberliga Nordsee ziemlich, klar haben wir jetzt mit Kloppenburg und Habenhausen Mannschaften gehabt, die jetzt aufgestiegen sind und die auch deutlich an Qualität mitbringen. Und das geht dann halt auch bis nach unten. Also nur weil du auf dem letzten Tabellenplatz stehst, heißt es ja nicht, dass du handballerisch oder rein sportlich überhaupt nichts drauf hast. Und unser Ziel ist es erstmal definitiv, die Klasse zu halten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt ein Bonbon für uns. Ne? Ja. Ja gut, wie du auch gesagt hast, wir sind jetzt im Durchschnitt. Wie viel? Durchschnitt würde ich roundabout sagen, 21, 20, zwischen 20, 21 Jahren. Also wir sind mit Abstand sogar die jüngste Truppe. Wir müssen uns auch irgendwie erstmal finden, ne? Ja. Als Mannschaft. Ja. Was ich vorhin schon meinte, könnt ihr uns noch mal ein bisschen mitnehmen und Beckdorf vorstellen. Also Sprungwurf TV ist auf Schleswig-Holstein und Hamburg die größte Zeit bedacht, aber seit Corona gekommen ist, schauen wir auch ein bisschen weiter südlicher in Anführungsstrichen. Waren schon in Mecklenburg-Vorpommern, waren in Niedersachsen, sogar in Brandenburg. Wir haben schon gehört, Beckdorf, Fredenbeck, das sind so Duelle, da muss man dabei gewesen sein als Fan. Was geht sonst noch so in Beckdorf handballerisch? Also handballerisch, ja, das ist eine schwierige Frage. Handballerisch gibt es halt nur den Handball in Beckdorf. Umgebung hast du halt nicht sonderlich viele Optionen. Ist halt auch sehr ländlich gelegt, der Standort. Und die Luft ist natürlich besser, deutlich besser als in der Großstadt. Hast es aber natürlich auch nicht so allzu weit nach Hamburg reinzufahren oder auch beziehungsweise nach Bremen reinzufahren. Also Sittensen ist so der Punkt, wo man sagen würde, das ist die Mitte zwischen Hamburg und Bremen. Und ich persönlich fahre auch nur 15 Kilometer bis zum Training. Aber du hast halt nicht viele Optionen im Beckdorf. Ne? Also du hast natürlich auch kein Fußballsport da vertreten. Also es ist wirklich nur der Handballsport. Und dementsprechend ist das auch sehr familiär gehalten da. Auch was den Zuschauerraum betrifft. Immer sehr, Spieler versuchen halt ziemlich nah an die Zuschauer ranzutreten, weil es halt, ja, Beckdorf, 2.500 Einwohnerdorf. Also da kennt dann halt jeder jeden. Irgendwie gefühlt und ja, mehr Möglichkeiten hast du da auch nicht, ne? Weil das klingt erstmal alles sehr, ja, familiär, sehr, sehr schön. Ja. Warum seid ihr damals nach Beckdorf gekommen? Ja, ich persönlich bin nach Beckdorf gekommen, weil ich habe ja unterklassig mal, also in der Kreisliga in Flensburg gespielt, bin auch teilweise damals schon frühzeitig nach Hamburg gezogen und bin dann auch nur für die Spiele am Wochenende wieder zurück nach Flensburg gefahren und habe dann einfach für mich, es war auch ein Freundschaftsdienst, weil ich den Trainer halt ziemlich gut kannte aus meiner Jugendzeit und habe dann für mich entschieden, ich möchte nochmal angreifen. So, und bin dann über einen Kontakt, mit dem ich damals in Norderstedt gespielt habe, der Henning Scholz, der auch ein Urgestein in Beckdorf ist, bin ich dann bei ihnen an Beckdorf gekommen und mir wurde dann gleichzeitig auch die Möglichkeit eingeräumt, weil ich
bis dato noch keine abgeschlossene Berufsausbildung gehabt habe, habe ich das quasi auch so als Bonbon gesehen, weil du natürlich auch die Familie im Nacken gehabt hast, was so diesen beruflichen Werdegang betrifft. Und habe dann für mich einfach entschieden, das passt, menschlich als auch sportlich. Und mit dem Bonbon noch in der Hinterhand nehme ich gerne mit. Und es war auch mit Abstand der beste Schritt, den ich jetzt so machen konnte, ne? Ja. Gut, bei mir, in meinem Fall, also ich habe mich damals erstmal nach Fredebeck gewechselt, weil ich, wie gesagt, mit Backe wieder spielen wollte, weil ich zufälligerweise musste ich in Oberliga Hessen ohne Backe spielen. Und das war heftig. Und ja, da habe ich mich nach Fredebeck gewechselt erstmal und da hat die wollten aufsteigen auf jeden Fall. Die haben ja die Karte dafür geholt, wieder Aufstieg zu machen. Und da für mich irgendwie nicht so gut gelaufen ist, wie ich mir vorgestellt habe, nicht jetzt Schuld auf eine oder andere Seite zu werfen. Ich habe mich auf jeden Fall nicht mit dem Trainer verstanden. Und ja, sobald der Trainerwechsel gekommen ist, dann hat es wieder gut gepasst. Und da habe ich mit damaligen Spieler von Fredenbeck und damaliger Trainer von Beto, sagen wir jetzt noch, der Stein Scherer, da war ich mit ihm in guten Kontakt. Wir waren auch gut befreundet. Und irgendwann hat er mich angerufen und gefragt, ob ich unter ihm spielen will bei Bergdorf. Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Also ich habe kein Problem damit. Er war auch ein bisschen überrascht, weil ich, wie gesagt, wie du schon mal gefragt hast, Bergdorf, Fredenbeck, ist nicht so optimal, dass die Spieler sich da wechseln. Vor allem er war auch die lange Zeit bei Fredenbeck, 8 Jahre oder 7 Jahre hat er bei Fredenbeck gespielt und dann hat sich nach Bergdorf, sagen wir so, als Trainer-Spieler gewechselt. Und ja, da hab ich, wie gesagt, da habe ich gesagt, ja, ich habe kein Problem damit. Und das habe ich gemacht. Und ich glaube, ich habe auch damit bewiesen, dass ich immer noch in Fredenbeck wohne, in Bergdorf spiele, dass dieser Wechsel auch funktionieren konnte. Also theoretisch. Und ich finde auch, das ist auf jeden Fall besser, wenn die zwei Vereine auch zusammenarbeiten als dagegen. Ich muss mal reingrätschen sogar. Meine Erfahrung ist, im ersten Jahr in Beckdorf war die Rivalität ziemlich enorm. Das war so mein Eindruck. Und gerade mit dem Wechsel von Jürgen Steinscherer von Fredenbeck nach Beckdorf, da hat er ja auch die Mila mitgenommen, wie er schon erzählt hat, und den Mochinski. Karol Muschinski, hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen der Eisbrecher war. Also es war nicht mehr, natürlich herrscht nach wie vor eine Rivalität, um Gottes Willen, aber eher locker. Also lockerer als wie in meinem ersten Jahr, wo ich es ziemlich arg wahrgenommen habe, dass da wirklich Spannungen sind. Und also ich bin der Meinung, dass es sich heute durch diesen Wechsel von den dreien, also von den beiden Spielern plus dem Spielertrainer, dass sich das Eis da so ein bisschen gelockert hat. Aber nach wie vor soll die Rivalität natürlich vorhanden bleiben, weil gerade so ein Derby ist natürlich immer sehr Gefragt. sehr gefragt, und auch ob das jetzt die Spieler sind, ob das jetzt der Zuschauer ist, da sind ja alle mit im Boot, und das sollte auch weiterhin bitte so bleiben. Also nicht, dass, falls wir Leute aus dem Zuschauerraum haben, die aus Fredenbeck kommen, ne, also das ist uns auch wichtig. Also Rivalität muss auf jeden Fall vorhanden sein, und gerade die Derbys sind halt die Bonbons in der Saison, wo du dich wirklich persönlich am meisten drauf freust, gerade auch in der Gestandhalle. Haben wir auch schon drüber gesprochen, hattest du ja auch gerade erwähnt. Was passen da für 1.800 Leute? 1.800, aber die haben auch damals in Buxtehude gespielt, da wo Buxtehude SV SSV, spielt. ja. Genau, und da war auch damals die Halle voll. Also dritte Also Liga-Zeit auch von beiden Vereinen. die schönsten Rivalitäten sozusagen, wo man sich augenzwinkert, auch dann erstmal 2, 3 Tage nicht anguckt, weil man eben verloren hat oder den anderen auslassen, in Anführungsstrichen, mein Team hat deins jetzt geschlagen, aber dann ist auch gut, sozusagen. Anders als in anderen Sportarten, wo du richtig dich bedroht fühlst, weil das ist ja unfassbar dann. Muss man auch sagen, das war ein Auftaktspiel. Wir haben letztes Jahr Auftaktspiel gehabt in Gislandhalle gegen Fredenbeck und das war, da war Deutschland TV, wie heißen die? Sport Deutschland TV, Sport oder? Deutschland, Genau, ja. die haben die Spiel live übertragen, obwohl wir da Niederlage kassiert haben, aber trotzdem, also das zeigt, dass die sich auf ein, sagen wir so, gutes Derby interessiert haben, ne? Zu übertragen. Ich melde hiermit schon mal an, nächste Saison Umwurf TV. Alles klar. Ja gut, nehmen wir gerne mit.
Ist ein Deal, oder? Ist ein Deal. Über 700.000 aktive Handballer gibt es in ganz Deutschland und mehr als 24 Millionen Handballfans. Bereits jetzt sind wir in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen aktiv. Doch unsere Plattform soll noch flächendeckend in ganz Deutschland präsent sein. Sei du mit dabei und werde ein Teil von Sprungwurf TV. Zusammen fördern und steigern wir die Bekanntheit des Handballs und rücken diese einzigartige Sportart in das mediale Zentrum.